Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut, Beziehungscoach. Dieses Mal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ganz kurzer Hinweis: Es gibt einen neuen Kurs von mir, Notfallkoffer nach toxisch missbräuchlichen oder sogar bisschen narzisstischen Beziehungen. Egal, welches Label man da dran packt, wenn es dir total schlecht geht und dich total unter die Räder gekommen fühlst, schau es dir mal an, gibt es auf liebeschipp.de, in der Frühbucherphase bis Ende Februar noch deutlichst vergünstigt. Ich vergesse das echt jedes Mal. Und jetzt für 29 Euro später dann mal 49. Gut, jetzt kommen wir aber zu dieser äußerst coolen Frage. Mein Ex hat noch einigen Kontakt. Ach, sag ich schon, Ex, oh Gott, mein Freund, mein aktueller Freund, noch nicht Ex, hat noch viel Kontakt zu seiner Ex. Gut, hallo Christian. Dank deiner hervorragenden Arbeit gibt es für mich ein Leben vor und nach Hemschi. Du bist Gold wert. Danke. Jetzt benötige ich deine Hilfe, weil ich es trotz allen geglaubten Wissens nicht schaffe, eine Lösung für folgende Herausforderung zu finden. Ich denke schon, dass du weißt, was das Richtige ist, aber man braucht manchmal immer noch ein bisschen Anschubs, dass man irgendwann mal anfängt, sich selber zu glauben. So, ich bin seit einigen Jahren in einer Fernbeziehung, über 100 Kilometer mit meinem Partner. Wir sind beide Ende 40. Letztes Jahr hatte ich mich zwar für ein paar Monate getrennt, die Beziehung aber nach Sätzen meiner Werte und Standards wieder fortgesetzt, da ich auch die guten Seiten in meinem Partner sehe. Die Beziehung ist soweit okay. Ja, gute Seiten hat ja jeder. Das ist immer das Problem im Pluspol, dass man immer schon die guten Seiten sieht und das Licht im anderen. Und dann, weil man aber nicht so genug auf sich selber aufpasst, sondern immer den anderen im Blick hat, oft selber unter die Räder kommt dann, ne? Ja. So, die Ex-Frau wohnt ganz in seiner Nähe und gehört zu seinem Freundeskreis. Oh, schon mal. Sie sehen sich regelmäßig bei gemeinsamen Aktivitäten feiern etc. im Freundeskreis, was mich anfangs nicht gestört hatte, bis mir auffiel, dass die Ex-Frau auf jeder Feier die Nähe meines Partners sucht, ungeachtet ihres Mannes, wenn er denn dabei ist, ihn in längere Gespräche verwickelt, ihn dabei durchgehend berührt oder körperlich sehr nahe ist, antanzt etc. Mein Partner grenzt sich hier nicht ab. Muss ich leider sagen, also musst du wissen, aber wenn ich das jetzt wäre, würde ich sagen, Dealbreaker. Also natürlich kann es sein, dass man einen gemeinsamen Freundeskreis hat, wo auch ein Ex-Partner ist. Das finde ich an sich schon mal schwierig, ehrlich gesagt. Aber dann kann man wenigstens erwarten vom Partner, dass er absolut kristallklar macht, die Beziehung ist vorbei und ja, ich habe eine neue Partnerin und das passiert hier ganz klar nicht. Da muss ich jetzt eigentlich gar nicht weiterlesen. Und du würdest mir auch nicht schreiben, wenn du es nicht auch hochproblematisch finden würdest. Ist wahrscheinlich, offensichtlich. Für mich wäre es einer, ein Dealbreaker für dich. Aus meiner Sicht bedienen beide ihr Ego, was ich ihnen natürlich schlecht verbieten kann. Was sagst du immer? Jeder kann erstmal tun, was er will. Genau, und du musst es ja nicht mitmachen, ne? Ich bin lange in mich gegangen und habe mich dazu entschlossen, mich nicht länger zu quälen. Mir diesen Film nicht länger anzuschauen, heißt, zu Veranstaltungen, bei denen die Ex-Frau anwesend ist, gehe ich seit unserem Neuanfang nicht mehr mit, was mein Partner gezwungenermaßen akzeptiert, aber es stört ihn. Vielleicht stört es ihn nicht so sehr, wie du denkst, weil er so kann er ja beides haben, ne? Das Scharwenzeln mit seiner Ex und dich hat er auch noch, ne? Hier kollidieren unsere unterschiedlichen Wertestandards im Umgang, Kontakt mit und zu Ex-Partnern. Ja, du drückst das jetzt noch viel wertfreier aus, als ich das hier gerade tue. Und das ist eigentlich auch richtig so. Also ihr habt genau das, würde ich hier sagen, Bombe analysiert. Ihr habt hier ein unterschiedliches Wertesystem.
Und das ist auch erstmal keiner falsch. Aber dein stimmt offensichtlich nicht mit ihm überein. Und jetzt ist das Problem ist folgendes: Je mehr ihr arbeitet an eurem Liebeship, je mehr ihr arbeitet an Selbstliebe, je mehr ihr arbeitet an euren Grenzen, umso, jetzt benutze ich mal dieses böse Wort, umso empfindlicher, das sagen dann eure Partner ja oft immer, umso empfindlicher werdet ihr. Ihr werdet nicht weniger empfindlich, ihr werdet mehr empfindlich. Warum? Weil ihr immer mehr merkt, durch diese Arbeit an Selbstliebe und den ganzen Sachen und Grenzen und Liebeship, merkt ihr immer mehr, was euch gut tut und was euch nicht gut tut. Und die Grenzen verschieben sich immer weiter. Und Sachen, die ihr vor einem Jahr, vor 2 Jahren noch normal gefunden hättet, stehen euch jetzt die Haare zu Berge und ihr könnt ja nichts gegen machen. Das ist, weil euer ganzes Wertesystem hat sich hin zu mehr Selbstliebe verschoben, hin zu mehr, ich achte auf meine Standards, ich tue das, was mir gut tut und überlege nicht so lange, was dem anderen gut tut und damit verschiebt sich alles und dann wird man immer sensibler dafür, wenn es nicht passt. Und das passiert hier, denke ich. Nun hat mein Partner demnächst Geburtstag und wir hatten lose verabredet, den Tag alleine gemeinsam zu verbringen, weil ich mir einen Tag Urlaub genommen habe. Nun erzählt er mir am Wochenende, dass er doch zu Hause feiern will. Das würde bedeuten, dass neben seiner großen Familie auch die Freunde und somit auch die Ex-Frau käme. Das Haus ist damit ist ja auch noch irgendwie verbandelt mit der Ex. Ja, also es hört sich für mich erstmal nicht nach so einer klaren Trennung an, muss ich ganz klar sagen. Es gibt ja viele Trennungen, ne? Es gibt ja die Trennung von, ich trenne mich jetzt, es gibt die Trennung von, ich schlafe nicht mehr mit der Person und aber es scheint doch, irgendeine gewisse Trennung scheint hier nicht vollzogen zu sein. Und jetzt ist natürlich so, natürlich, das würde ich immer sagen, wenn jemand Geburtstag hat, das ist ja ein ganz persönliches Fest, da kann jeder, den kann jeder so feiern, wie er will. Aber wir haben ja hier ein Problem. Ihr habt irgendwas abgesprochen und er weiß ja auch, wie die Lage ist. Und er weiß im Grunde genommen, dass du so mit ihm nicht Geburtstag feiern kannst. Und ich habe jetzt so den Eindruck, aber musst du wissen, er scheißt da mehr oder weniger drauf. Und natürlich darf er das. Er darf es ganz klar, ne? Es ist sein Tag. Es darf sowieso jeder machen, was er will. Aber zeigt ja so ein bisschen, wie viel Wert er dem beimisst, wie es für dich ist. Beziehungsweise, selbst wenn man das jetzt nicht sagen würde, kommen wir wieder dazu, ihr habt ein völlig unterschiedliches Wertesystem hier, ne? Mir ist natürlich klar, dass er feiern kann mit wem er will. Mir würde es allerdings sehr viel bedeuten, wenn er sie nicht einlädt. Meine Vorstellung von Loyalität. Jetzt brauchst du das, also wenn er saubere Grenzen gezogen hätte und sich nicht hätte antanzen lassen und anfassen lassen und suggerieren, ja, dass die Grenzen nicht so klar sind, dann bräuchtest du jetzt vielleicht nicht, dass er sie nicht einlädt, ne? Und weil du weißt, dass er die anderen Grenzen nicht halten wird, ne? Und ja. Ich weiß aber, dass er das nicht tun wird, da die Einladung über die so eine Freundesgruppe ausgesprochen wird. Ja gut, das könnte er ja trotzdem anders regeln, aber ja. Also werden wir wieder alle in trauter Gemeinsamkeit am Tisch sitzen und in alten Zeiten schwelgen. Habe ich so schon öfter mehrfach erlebt und festgestellt, inklusive der körperlichen Annäherung der Ex und das Nicht-Grenzen ziehen meines Partners. Oh, das tut schon beim Lesen weh wieder. Dass ich mich damit dermaßen unwohl fühle, trotz aller Anstrengungen und das so nicht mehr in meinem Leben haben möchte. Bingo! Und ja, ich halte und habe mein Spielfeld sauber. Ja, ist alles gut. Also ist auch sehr reflektierte Mail, finde ich hier. Ich bin verunsichert, wie ich mich verhalten soll. A. Nichts sagen und mir vom Universum wünschen, dass die Ex-Frau nicht kommt. Würde ich jetzt nicht so bevorzugen. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Wir haben jetzt hier A, B und C, wenn ich das so richtig sehe. B. Nichts sagen, den Geburtstag abwarten, ob die Ex-Frau überhaupt kommt. Und wenn sie kommt, was dann? Den Abend unter Aufbietung sämtlicher Energie überstehen. Also das ist jetzt B1 hier scheinbar. Also B1 können wir auch schon mal abhaken, glaube ich. B2, meine Sachen packen und gehen, weil meine Grenzen nicht respektiert werden. Ja, kannst du natürlich machen. Und B3 haben wir hier scheinbar Beziehung beenden. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. C, fragen, ob sie kommt, obwohl er meine Sicht sehr wohl kennt. Schlechte Stimmung riskieren. Also das zeigt schon, also allein wie du das formulierst, nicht gut.
Schlechte Stimmung riskieren, also das heißt ja wiederum, er sieht deinen Punkt auch gar nicht und gegebenenfalls nicht zu seinem Geburtstag gehen, weil seine Stimmung danach dermaßen im Keller sein wird. Was wiederum zeigt, dass ihr ein völlig unterschiedliches Wertesystem habt. Ich schaffe es gerade leider nicht, hier rauszukommen, kannst du mir dabei helfen? Also Entscheidung treffen, musst du natürlich. Aber wenn du jetzt mich fragen würdest, und jetzt aus auch Vorerfahrungen, die ich selber hatte, Erfahrungen mit anderen Klienten, würde ich mal sagen, der Drops ist gelutscht, ehrlich gesagt. Du bist über einen Punkt drüber, wo du das noch tolerieren kannst. Dein Partner ist offensichtlich nicht gewillt, muss er auch nicht, an seinem Lifestyle hier mit Ex und Pipapo irgendwas zu ändern. Ich fürchte, da wird nicht mehr viel Gutes rauskommen bei der Beziehung, weil da seid ihr jetzt in so einer Abwärtsspirale, weil du kannst, also das Huhn geht nicht mehr ins Ei, du kannst diese Fortschritte, die du da gemacht hast, für dich persönlich, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Das wird dir immer mehr auf den Geist gehen. Dein Partner offensichtlich ist er davon genervt, von deinen Grenzen, wie das ja immer so ist in diesen Beziehungen. Ihr seid 4, 5 Jahre zusammen, das heißt, ich vermute mal, ja, also logischerweise die Beziehung vor meiner Arbeit begonnen hast, du hast jetzt an dir gearbeitet. Vermute ich mal, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal, würde jetzt gerne was anderes sagen, aber ich vermute mal, dass auch die meisten, ihr dürft ja gerne kommentieren, dass die meisten sagen werden, dass da kommt nichts Gutes mehr raus. Das kannst du abhaken. Also das passt einfach nicht mehr mit euch. Ne? Weil das wird dich immer mehr, das wird dich immer wieder nerven, immer mehr nerven. Der sieht den Punkt einfach nicht. Also er sieht nicht, warum das nicht geht. Und jetzt kann man natürlich sagen, darf er alles, aber man könnte jetzt auch sagen, das ist jetzt nicht. Deine Bedürfnisse jetzt nicht so besonders im Blick, natürlich, ne? Mal ganz gelinde gesagt. Und also ich sage ja immer wieder, die Leute, die hier auf meinem Kanal sind, haltet euch von illoyalen Partnern fern. Also man kann ja alles verabreden, vereinbaren, aber so Illoyalität, ich meine, ihr habt ja keine offene Beziehung oder sowas, ne? Also es macht Leute geben, die damit klarkommen, aber ich vermute mal, die Leute, die hier bei mir sind, die kommen damit nicht mit klar und müssen sie auch nicht. Und ich denke, dass diese Beziehung nicht mehr die Parameter liefert, die du gern hättest in deinem Leben. Ich weiß, es ist blöd, aber weißt du, wenn du schon nicht mehr guten Gewissens zum Geburtstag deines Partners gehen kannst, weil du weißt, dass es für dich nur Stress bedeutet, nur Nervkram ist. Ist es dann auch die richtige Beziehung? Aber du musst letztlich du dir selber beantworten. In diesem Sinne, wir werden uns bei